Und mehr gibt's doch dazu auch nicht zu sagen, oder? Genau. Euch ist es aufgefallen. Tomislav, Püppchen, was er gespielt hat, hat Hunger. 47%. Ich würde hart dran arbeiten. Ach so, ich habe keine Muni. Ja, genau. Ich muss mich aufmunitionieren. Dummerweise habe ich, wie schon im letzten Video, ziemlich wenig am Start. Zubereitet, sehr schön. Ich brauche dringend... Wieso habe ich immer noch Schrott hier? Ich brauche dringend Munition. Weil Bots und so. Ich würde da gerne mal in irgendeinen Bunker rein. Scheiße, wo war denn die Botfabrik? Die war doch irgendwo im Süden, hä? War das nicht da unten? Das war doch dort. Oh Gott, das ist ja wieder so weit. Nee, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Aber wir können ja mal in den Flughafen. Das sind auch Bots. Und ich glaube, das war der Spot, wo Tomislav gewesen ist. Da freue ich mich, mein kleiner Seppel, hä? Wie komme ich denn rein? Bin ich ausgeschlossen? Das war übel. Das ist mir nämlich auch mal passiert, ne? Hab hier ein Schloss dran gemacht. Hab dann einen neuen Charakter gemacht. Ja, das Schloss war noch dran. Ich kam nicht rein. Was ist mit der Maus hier? So. Ja, Schrotze, das sieht übel aus mit der Muni, ne? Wie ist das Angelgedöns hier? Ja, 9 mm haben wir noch ein paar. Magazine haben wir für die 9 mm, aber ja, dann nehmen wir hier mal noch ein Päckchen mit. Es sieht übel aus in Sachen Schrotzenmuni. Möchte man gar nicht mähen. Sonst fällt's ja alle paar Meter da drüber, ne? Ja, ich hab eine Kiste. Ja, da ist mein Zeugs drin, was ich verkaufen wollte. Auf dem Weg zum Flugplatz kommt vielleicht ein Airdrop. Hä, Moment! Airdrop. Mein kleiner Mobby. 3 Schraubendreher. 6. 8. Und Fädchen. Ganz wichtig. So, da dann. Würde ich mal sagen. Ich habe immer noch Gehäuschen. Ja, immer wenn ich Vibe höre, sage ich mir dann, warum doch eine Hütte bauen? Aber ich brauche irgendwie eine Hütte. Ich habe nämlich auch noch keinen Schlafsack gefunden, ja, also so eine Bettrolle. Und ja, Scheißchen. Das heißt, ich muss in diesem dreckigen Bett schlafen, was da in dieser Hütte steht. Und nee. Wer weiß, da sind vielleicht schon kleine Tiere drin gestorben. Oder Zombies. Hui. Ja, der Flugplatz. Jetzt komme ich mal den nächsten Teil an. Auf mal Süden. Ja, wenn ich wüsste, dass hier Schrotzmuni ist, da würde ich ja hier gleich nochmal aussteigen, ja. Ja, die liegt ja auch manchmal in die Garagenblöde rum. Das sind ja gar keine Cookies. Wo geht's denn bloß mal in der Garage? Durst haben wir auch, haben wir was zu trinken mit? Oh, und die Seife, jetzt jedes Mal entdeckst du was Neues, was hier raus muss. Soll ich gucken, trinken? Ja, das sieht nicht wirklich gut aus. In Sachen Getränke. Was hab ich denn hier? Die AKM, die AK-15. Na, guck mal, wir haben doch hier. Ja, jetzt hab ich die Knarre in der Kiste. War ja logisch. Die Knarre hab ich jetzt nicht mit. Super. Aber die Muni. Geiler Plan. Läuft. Hä? Da waren gar keine. Das ist für Käse. An Tankstellen hat man auch immer so Glück mit Schrotzen. Und wenn ich was trinke, warte mal, vielleicht ist im Brunnen was. Wird's nicht? Ja, das war ja klar.
Hier gibt es ja noch mehr Brunnen, aber wenn ich die jetzt alle abklappe. Ich gehe nochmal kurz in den Laden. Ja, wenn es mal schnell gehen soll, ne? Und da springt wieder so Reh, hä? Rehe. Das ist ein Gerücht. Rehe gibt's nur in Märchen. Oder auf dem Teller. Ja, komm her, mein kleines Reh. Geh weg mit deinem Kopf, wo liegst du drauf? Oh, die ist weich gefallen, hä? Auf der Spitfire-Jacke. Man nennt mich auch den Barmherzigen, nicht wahr? Ja, trinken, Wein. Ja, mal besoffen auf den Flughafen gehen, hä? Das ist ja blöd. Komm, hä? Gib nein. Deckel aufmachen, ist was für Amateure, hä? Ey, das ist ein bisschen komisch, hä? Die tauchen auf einmal auf. Hier war gerade gar keiner. Ja, Schrotzmuni hab ich immer noch nicht. Möppi, renn weg, der Möppi kommt. Oh, der alte Tier. Oh, der Beifahrer hier. Mann, ich hab keine Muni. Geh weg. Ich hab kein Mehl, Herr Nachbar. Oh, ey. Sonst liegt hier... Ey, das ist doch nicht wahr. Na klar. Picklock. Hier ist das nicht Lockpick? Ich bin so verwirrt. Das ist komisch. Irgendwie ist das mit den Puppen stimmt oder was nicht mit den Einstellungen. Geh weg, ja. Ja, ich will bloß gucken. Bin ich dürfen. Weg hier. Wo kommst du denn her? Hier war doch gar keiner. Ich krieg wieder ins Maul. Ich wollte es intelligent machen. Gucke mal, jetzt blutet wieder. Jane. Geh weg hier. Dein Kollege hat mich schon erschreckt hier. Ha. Kein Schrot hier, das gibt's doch wohl nicht. Das ist ein hessisches Dorf. So. Auf zum Fluchplatz. Ich muss es sagen. Ja, es wird langsam dunkel. Also, ich bin mit dem Flugplatz, also dem Flughafen, nicht so wirklich vertraut. Respektive der Bewegung der noch kleinen, gelben und unschuldigen Bots. Aber im Dunkeln hat man einen Vorteil. Man sieht, wo die Bots hinleuchten. Oh, hier war Wasser. Ja, nur zu spät. Jetzt halten wir nicht mehr an. An der Tanke gucken wir nochmal, hä, mein Kleiner. Das war hoffentlich jetzt nicht dumm. Es war dumm. Ja. Zum Glück bist du kein Sprenger, meine Schnulle. Du hast mich lieb. Ich dich auch. Siehst du, ich zieh das Rohrscheitel. Mein Gott, hier. Und schon sind wir wieder. Wir sind noch nicht mal am Ziel angekommen. Und wir sind... Oh, schön. Ach komm, wir haben doch irgendwo Schnapp. Jetzt frieren wir auch noch. Das ganze Programm kommt zusammen. Das ganze Programm. Schnaps. Schnaps. Schnaps? Wir haben keinen Schnaps. Ach, gucke. Wir haben Waffen. Lass mich raten. Die Magazine und der ganze Bums dafür liegen in der Kiste. In der Hütte. Oh, eine Schrotze. Wie zum Hohn. Ach, Geld. Das befriedigt mich auch. Aber damit kann ich ja auch nicht rumschmeißen. Na gut, kann ich schon, aber es bringt mir nicht.
Ja, Butter. Ich hab Durst und du gibst mir Butter. Und natürlich einen würzigen Fleischsnack, weil wir nämlich Durst haben. War trotzdem Schnaps. Natürlich nur aus medizinischen Beweggründen. Was sonst? Nee, du jetzt nicht. Jetzt schläfst du weiter hier oben. Jetzt ist Ruhe im Schacht. Oh, Alter, hier geht's ja gar nicht. Kaum brauchst du was, hä? Oh, Schnaps. Wisst ihr, ich muss nur heulen. So, jetzt werden wir uns erstmal desinfizieren. Das nützt ja alles nicht hier. Komm. Das fehlt uns noch. Dass wir jetzt krank werden. Ja, da stehst du drauf, ne? Schmerzen sind genau sein Fachgebiet. Sag doch. Da geht dem kleinen Risch die Sonne auf. So, wir sind desinfiziert. Das nehmen wir mal mit. Kirschsamen. Trinken haben wir. Ah, jetzt kommen wir ein bisschen langsam los. Ey, sonst liegt ja immer Schrot rum. Was ist los? Schrott. Scheiß Qualität, aber... Und ein Mopshalter. Das ist mir jetzt auch egal. Wo sind hier die ganzen Puppen? Da hinten ist eine. Ach, die hauen hier ab. Ich hab den Frosch gesehen. Okay, Sprengpüppi hier, hä? Was fehlt uns noch? Die Motorhaube und hinten rechts die Tür. Das kann ich mir nicht merken. Ja. Ist ein Eigenschleid da, ne? Ich muss nochmal an den, an der INI-Datei rumspielen. Irgendwas stimmt da mit der Menge der Puppens nicht. Oder ich mach's klein, weil wenn ich das am Flughafen mache, dann sind gar keine Puppis da in meiner Nähe. Und das wollen wir ja nicht. Bum, 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 bum. Ah, mich nervt das. Ich würde gerne Böhnchen wieder haben. Da muss ich ja. Also ich habe ja gesagt, ich will da damit warten. Bis dann die neuen Männermodelle da sind. Aber Böhnchen dann mit haarigem Arsch? Ich weiß nicht. Nee. Okay, das ist ein bisschen zu nah. Kommt man von der Seite hier auch nicht? Nee, hier kommt man nicht gut ran, hä? Doch, das müsste doch auch gehen. Da ist einer. Da ist auch einer. Ah ja, sind nicht so viele Büsche, oder? Der Dude kommt. Also das sieht ja so verführerisch aus, ne? Anstatt jetzt um diese ganze Ecke rumzulatschen. Haha, ihr seid noch die kleinen Bots. Oh, da ist der andere. Eigentlich noch in. Ne, hier ist schon das Ende. Du Kacke, wie laufen die denn? Yeah. Nicht buschgerecht. Ah.
Dumme Idee. Oder auch nicht. Die Babys schlafen noch. Ja, nee, ist klar. Aufstehen macht Spaß. Aufstehen macht Spaß. Und ich hab die schwachen Mumpeln drin. Na, wer wird denn gleich so aufgeregt sein? Ein Helm! Ja, jetzt will ich was vergessen habe. Schutzausrüstung. Hier, die Mumpel nehmen wir mit zum Verhökern. Ja, schachtelweise lohnt sich das schon. Wir haben wieder etwas mehr Munition für die Schrotze. Und ein Rucksack. Ja, das ist jetzt ärgerlich. Obwohl, das ist Tarnfleck weiß, den brauche ich ja nicht unbedingt, ne? Das jetzt alles umzupacken, ist ja auch blöd. Oh Gott, wie sehen die Handschuhe aus? Ich sehe so arm aus. Ich bin arm. Motorradschäfel. Und natürlich die unvermeidliche Tech M9, die ich am Anfang gesucht habe, wie ein Idi. Habt ihr einen Kompass? Ich habe einen Kompass, ich brauche keinen, danke. Das wird Eagle Magazin. Ja. Blöderweise habe ich mir jetzt, habe ich jetzt das Problem, dass ich den Weg der Bots nicht auswendig kenne. Da sollte man vielleicht am Anfang erstmal ein bisschen spotten. Das dauert zwar ein paar Minütchen, aber ist am Ende vielleicht gar nicht mal so unpraktisch, ne? Naja. Der typische Anfängerfehler. Nö, nö. Ist aber schön, hier wirst du mit M9 zugeballert und mit M9 Magazin, aber keine 9mm Mumpeln. Alles nur 45er. So. So. Irgendeiner von denen ist ja direkt vorbeigelaufen, aber weg, ja. Oh, shit. Da springe ich wie so Gelbchen. Ach, stimmt. Nee, oder? Shit. Ich bin nicht Böhnchen, ich kann mich nicht so dünn machen. Der andere, der ist auch hier. Ich kann die Tür nicht zumachen, ich bin im Weg. Da sieht er mich. Ich will nur rüber zur anderen Hütte. Ich muss jetzt warten, bis er sich umdreht. Oh, da hinten ist ein Puppelepüppchen. Geh. Ich bin schon wieder zwei Verpente rum, hä? Siehst du, ich habe auf der Schrotze ja einen Schalldämpfer drauf. Ja, ich will ja nicht den ganzen Flughafen hier aufwecken. Das ist immer so eine Enttäuschung hier, ne? Oh, direkt vor der Tür ist der Bot. Oh, das hat er doch im Nachbar gehört, hä? Das ist nicht gut. Ich spare mir jetzt am besten diese Scheiß-Teile, ja. Kisten. Pappteile. Doof. Vielleicht gehe ich auf der anderen Seite wieder raus. Alter, 1911er. Oh, AWP-Magazin. Das nehmen wir mit.
Noch eins. 9 mm Mumpeln. Ah, ein P5 Magazin nehmen wir auch mit. Oh, eine Handgranate. Und natürlich der obligatorische Schlagring. Und ein HSF-19. Hase-19. Hase-19 brauchen wir nicht. Obwohl, bald ist Ostern. So, mein kleiner Schnitzelbubser. Komm mal ran auf den Meter her. Ja, die Schwarz hat keine lange Reichweite hier. Ja. Kommt doch mal rein hier in die Bude. Na, da ist er doch. Oh, ich glaube, das hat er gut gehört. Ne, hat er nicht gehört. Das ist doch gar nicht ganz leicht, hä? Sag ich jetzt. Ja. Hä? Jetzt habe ich es gesehen. Da waren viel mehr Kugeln. Da gibt mir bloß eine. Hast du das gesehen? Das ist ein Betrug. Wo sind die anderen Sechser? Das war der 7 oder so, hä? Eine taktische Armee, Hose Darling. Und die nehmen wir. Wir haben nämlich bloß eine Jeans. Meine Fresse, sind wir schlecht ausgerüstet. Komm, hau weg die Bumper. Nein, hier, hüb mal nein ins Neue. Ich wette, kaum sind wir raus. Sieht die aus hier, als ob wir durch 3 Kilometer Schlamm gelatscht sind. Gekrochen. Auf den Lippen. Das ist doch schön, was er gekümmt hat. Käse. Oh ja, der ist sogar noch besser. Den nehmen wir mit. Der passt doch ein bisschen besser, ja. Zur allgemeinen Grundstimmung. So, ich glaube, wir müssen aber hier zu der Seite wieder raus, oder? Alter Schlagring. Ich bin enttäuscht. Die könnte man sogar fast mitnehmen, ne? Weil graviert und so, ich glaube, diesen bringt ein bisschen mehr Geld, hä? Das ist genau wie die gravierte AK. Oh. Jetzt sprichst du meine Sprache. Ja, AK-Muni. Hat man, ist das nicht auch AK? Genau, da können wir das nämlich gleich reinpacken. Die MP5, die braucht... Ach, die 9 mm oder 45er? 9. Tja, dann wird das wohl nichts mit uns, mein Schatz. Oh, ich merke schon, es wird immer dunkler, ja. So, warte mal, der Bot. Ja, das waren jetzt hier die Dinger, ne? Also hier zumindest. Scheiße, ich sehe nicht. Hallo? Ah, da kommt er. Denkst du, ich sehe das nicht, hä? Mein kleiner Schnullrisch. Schnullrisch! Schneckensalz, oder wie das Ding heißt. Oh, ich mach schon wieder Werbung, hä? Unglaublich. Und ich bekomme kein Pfennig. Also die zwei, die C-Bots, die hier sind, die sind wie so ein zerstrittenes Ehepaar, ne? Die laufen, die sehen sich und dann gehen sie getrennte Wege. Und genau da rutschten wir dazwischen. Wir sind so die Affäre am Abend. Ne? Der nette Onkel. Der Hausfreund. Der gute Kumpel. Der Bruder. Oh, wir sind so weg. Wo ist es jetzt hin? Ich bin ganz verwirrt. Ich glaube, wir denken zu lang. Aber das könnte uns vielleicht sogar helfen. Weil da rennt jetzt bestimmt auf die andere Seite. Ne, der.
Hä? Jetzt haben wir Scheiße gebaut. Jetzt bin ich ganz durcheinander. Ach, jetzt geht der. Und jetzt kommt der. Ja, schön. Wie kommen wir jetzt raus? Geduld ist eine Tugend, sagt man. Aber man sagt ja so viel. Ich hab sowieso viel zu viel gequatscht. Guck dir meine Videos an. Ohne Ton kann man sie sich antun. Hä? Noch sind sie gelb, ne? Wenn die dann ausgetauscht werden gegen die Schwarzen. Ich frag mich, was die Schwarzen, wie viel Schuss braucht man dann, um die platt zu machen? Das würde mich interessieren. Ja, das merkt man dann daran, wie teuer dann die Munition fürs M82 ist. Oh oh. Das ist timingmäßig richtig scheiße jetzt. Komme ich jetzt hier raus? Das ist auch schon. Oh shit. Der wickelt dort in Ruhe seine Pfunde. Ich hab mir den besten Busch ausgesucht. So, ist das eine Humpelverletzung? Körperteil, ja. Verursacht Humpeln, müsste doch eigentlich dastehen, oder? Ach, ich hab nichts. Oh, Schmerz, Schweregrad 100%, verursacht Humpeln, ja. Also bleib mal liegen. Alter Schwede. Ich glaube, wir wohnen jetzt hier. Oh, ich dachte, das war's. Das ist die taktische Hose jetzt auch wieder nicht wert, hä? Ich hab gezögert. Das war mein Fehler gewesen, ne? Ich hab gezögert. Alter. Ach, der Tomislav, der weiß gar nicht, wie gut das hat. Der hatte 47%, der hatte ein bisschen Hunger gehabt.
Und die gemütlichen schwarzen Bots. Und ich werde hier gequält. Das ist eine Assi-Strecke. Junge. Chill mal deine Ölwanne. Warum hab ich das Gamepad auf dem Schoß? Wie optimistisch. Oh, ein Gamepad. Damit fahre ich ja immer mit meinem Auto. Ach, als ob wir gleich mit dem Auto fahren könnten. Ich bin froh, wenn ich rauskriechen könnte. Tja. Warum kann ich mir den Busch nicht auf den Kopf setzen und damit rumlaufen? Es gibt doch so tragbare Büsche und sowas. Im Kindertheater, hä? Doch, das musst du doch immer den Busch spielen. So, warte mal. Wir humpeln glaube ich immer noch. Ganz blöd wäre es, wenn es jetzt ein Püppchen käme. Es verursacht immer noch Humpeln. Ich würde es ja gerne mal ausprobieren hier. Aber da dreht glaube ich wieder um, hä? Schön, hä? Ich quatsch und quatsch und merke, Mensch, wo er lang läuft. Ja, siehst du, das wäre jetzt dumm gewesen. Ich hab gestanden, wer? Oh oh. Nee. Wird nicht. Ich humpel immer noch. Ja, zu dem Busch da hinten vielleicht irgendwie. Wenn der hier wieder so knapp an mir vorbeiläuft, müsste ich dann los. Oh, dem Kleinen ist ein bisschen kalt. Hier ist doch ein Busch. Könntest du eigentlich kaputt machen und die Feuerchen machen. Ach, da hinten ist da auch noch der andere. Scheiße. Den darfst du natürlich auch nicht vergessen. Ja, es muss doch mal weggehen. Jetzt können wir wieder laufen. Sind da. Ich sehe. Okay. Da hinten ist aber immer noch angepisst. Und es wird langsam echt duster. Ich muss den Ausgang dann finden. Ich warte jetzt, bis der Orange dann wieder abhaut. Und wenn der sich jetzt hier wieder rumdreht. Wieso hat er mich in den Busch gesehen? Jetzt muss ich dort noch einmal rein. Mein Gelumpe. Das ist ein Scheiß. Ach, mein Video bleibt nicht erspart, hä? Ich glaube, das wird mal wieder eine längere Folge. Jetzt weiß ich nicht, wo das genau war. Welcher Busch? Oh. Hm. Oh, vielleicht hier Fahrrad. Scheiße.
Na, wenigstens hast du keine Aua mehr, hä? Ja, ich habe sonst nicht. Na, wir machen es aber umständlich, wa? Das ist ja übel. Da latscht er mich platt. Hey, Mümpeln. Trainingshilfe hat mal Platz. Dankeschön. Und was zum Verbinden? Die Geldkarte brauchen wir die. Ja, wenn ich die andere nicht wieder kriege. Schon. Oh, ein BH. Noch mehr nützlicher Kram. Das ignoriere ich jetzt. Das würdige ich nicht mal eines Kommentars. Ja, mein schönes, ich hab's im letzten Video ja gesagt, ne? Durch wie immer, wenn ich ein Schwert habe, neuerdings, verreck ich. Ich weiß nicht warum. Immer wenn ich ein Schwert habe. Hey Leute! Wenn die Mümpfe jetzt fährt, dann würde uns das viel Arbeit und Weg ersparen. Ne, den Weg nicht, aber da würde schneller Weg gehen. Klingt komisch, ist aber so. Ach, was ein Scheiß. Ja, eine Zange. Leck mich doch wuschelig. Scheiße, ja. Da dachte ich, die Botze, die haben nur mit mir gespielt. Ah, ja, nicht so viel Scheiße rum. Gib mir mal ein Schwert. Das findet man sonst auch überall. Ja, es Seil. Schönen Dank. Danke, sage ich. Wieso nimmt er das Seil nicht? Was für ein Höschen? Eine Mistgabel, genau. Die nehmen wir mit. Man gleich sieht, was unsere Dorftrottel sind hier. Das Ding kann man fahren. Gleich rein hier, neues Auto, fertig. Das ist natürlich praktisch, dass die Karre da ist. Ich weiß trotzdem nicht, wo mein Gelumpe ist, in welchem Busch. Es ist dunkel. Ja. Die haben immer mehr Spaß. So, hier ging's Leben lang, hä? So. Da sind wir nämlich schon. Da ist das Auto. Aber eine große Hilfe ist mir das jetzt nicht. Ich bräuchte eine Lampe oder sowas. Mal gucken. Die Lampe hier lasse ich an, damit ich weiß, wo mein Auto ist. Ja, der Airdrop, jetzt wo mein Schraubendreher und der ganze Scheiß weg ist. Haben wir irgendwas, um uns zu wehren? Wo ist meine Mistgabel hin? Ach, die hab ich ins Auto getan, Jay. Oh, guck, ein Nachtsichtgerät. Ja. Wo ist mein Kopf? Hä? Setz das doch mal auf. Da ist mein Kopf. So ein Scheiß. Ach, oh, meine Nerven sind vollkommen im Arsch. Ich hab nichts, um mich zu wehren, hier. Doch. Nee. Doch, ich hab doch... Nee. Ich hab ein ABB-Magazin gefunden, aber das ist ja bei meiner Leiche. Da hab ich auch nichts Sinnvolles. Scheiße. Irgendwas von der 45er. Carbon-Hunter-Magazin. Und eine Carbon-Hunter hab ich da. Aber natürlich keine Munition. Wer hätte das gedacht? Carbon-Hunter? Ihr guckt ja das an, hä? Für das SVD hab ich das Magazin. Da hab ich ein volles Magazin. Nur das SVD nicht. Natürlich. Zwei Schalldämpfer, Scopes, den ganzen Bums. Scheiße, ja. So. Ja, eigentlich bin ich ja dort verreckt, wo der rumläuft. Der Äußere. Bubi. Ja, jetzt glotzt der her. Geh weg. Komm, mein Kleiner. Jetzt müsste noch ein Bär um die Ecke kommen. Dann wäre ich ja richtig befriedigt. Aber wie der mich in dem Busch gesehen hat, das ist mir völlig unbegreiflich. So fett bin ich doch nicht. Oder war der Busch nicht fett genug? Der Busch war nicht fett genug, hä? Klapprisches Gerüst. War so ein äußerer Muschelbusch.
Ich lache, das ist reine Verzweiflung. Wir bleiben hier am Rand, weil da ist ja irgendwie der ganze Bums passiert. Öh, der Bot. Öh, noch ein Bot. Na, das geht aber flott mit dem Bot. Ja, ist schön, wenn ich im Busch drin bin, sehe ich auch bloß nicht. Hallo? Herr Bot? Der ist Bot? Wo ist der andere? Ich will nicht, dass der herkommt. Da. Vor allen Dingen jetzt läuft ja an diesen ganzen Bambi-Klamotten rum, hä? Da bin ich ja noch schwerer zu sehen, wa? Ja, jetzt sehe ich doch nicht. Ja, wo ist der andere? Da. Komm, dreht sich rum. Jetzt kommt er her. Wo ist der Busch? Welcher Busch war das? Ja, ich bin doch hinter dem fucking Busch, Junge. Ich muss einen anderen Busch suchen. Das ist nicht gut. Wenn ich jetzt flitze, das schaffe ich nicht. Na, klasse. Ich muss erstmal rüber. Das, von dem Winkel aus wird das nicht. Scheiße, wo war denn das? Oh Mais. Oh, jetzt mache ich mich nicht schwach, du düstischer Mais. Jetzt muss ich wieder über das halbe Feld latschen, um einmal Mais zu finden. Ich hab eh gewonnen, ich bin vom Arsch. Oh, Alter, wo war das? So viele Büsche sind in der Öfe drin. War das der hier? Ich weiß es nicht mehr. Ach du Scheiße, jetzt kommt der andere. War's nicht. Da, die zwei waren das doch, hä? Jetzt bin ich ja schon wieder gefangen. Gerüst war das hier halt, das Gebüsch. War doch hier. Oder? Na, was sehen wir da? Das war doch das Doppelgebüsch, hä? Oder war das da drüben? Oh, mein Schwert. Ich sehe doch gar eine Leiche. Oh, reparieren, Junge, bist du behindert? Und siehst du, vorhin? Der andere Bot ist auch wieder angepullert gewesen und der war entspannt. Und dann war ich tot. Ja, ich würde sagen, denselben Weg raus, wie ich jetzt gerade reingekommen bin, ne?
Oder doch erstmal wieder ran? Oh, Mais! Oh, mein Kleiner, hey, du machst was mit mir. Hei, 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 hei. Jetzt hab ich ein Seil. Ich hab eine Leica. Da mache ich das Seil jetzt an die Leica. Und dann mache ich das andere Ende vom Seil an den Wolle. Und dann kann ich das Auto mit nach Hause nehmen. Als ob. So, hier am hinteren Ende der Landebahn dürfte eigentlich nichts mehr sein. Sag ich jetzt. Wir holen erstmal Luft. Ich bin sonst kein Fan von diesen Nachtsichtgeräten. Einfach, das ist eine rein optische Geschichte. Die klingen, als ob du eine Schlafzimmerlampe anmachst. Und nicht dieses Splintercell-artige. Ja? Ich glaube, die modernen Nachtsichtgeräte klingen aber auch nicht mehr so. Die klingen halt wirklich leiser. Die haben so einen Gummiknopf, ne? Ist ja logisch. Im Einsatz, ne, wenn du da echt so einen lauten Knopf hast, ist ungünstig. Ja, da hinten. Da leuchtet die Leica. Ich glaube, wir sind noch ein bisschen zu weit dran hier. Ne? Das ist, glaube ich, keine gute Sache. Und das alles... Was haben wir denn jetzt rausgeholt? Großartig, ein bisschen Muni, ein paar Helme, Gasmaske... Das hätte man alles viel gefahrloser im Airdrop haben können. Aber man hat ja immer so die Hoffnung, dass da irgendwie der dicke Bums drin ist, ne? Deswegen macht man's. Deswegen das Risiko. Ja, aber ich denke mal, alles in allem. Also ich, so oft bin ich noch nicht verreckt. Als, in dieser Session mit Mobi. So, wir ruhen uns nochmal kurz auf. Das ist mal eine Nachtschicht, ne? Die Sonne ging für uns unter, im wahrsten Sinne. Aber ich dachte wirklich, ich komme noch heile raus, wo die Bots nicht in den Busch reingestiefelt sind. Dachte ich wirklich. Also, ich bin ja dann runter auf den Boden gegangen. Und da weiß ich ja, dass die Bots da irgendwie, ja, ich will nicht sagen Mitleid haben, aber danach zu treten, wenn du schon am Boden liegst, ne, so nach dem Motto. Unterwürfig wie ein Hündchen. Da haben sie offenbar Respekt. Zum Glück haben das keine Klingonen gebaut, ne, da hätten sie dich erst recht platt gemacht. Kapla! Los geht's. Alter, jetzt knackt der Zweig, natürlich. So. Ich glaube, die Leica, die lassen wir hier stehen. Ich kann nur eins mitnehmen, das ist nun mal so. Aber vielleicht kann ich später nochmal zurückkommen. Und die holen. Also ich glaube, derzeit verbraucht das so gar keine Batterie, wenn man hier die Lampen anlässt, oder? Haben die das gefixt? Also ich würde die Leica dann doch abholen irgendwann mal. Oh, der Airdrop. Nee, danke. Jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich keine Zeit mehr für den Bums. Ja, ich würde sagen, ich gehe zurück zu dem Häuschen, das ist ja vorhin, wo ich vorhin schon kurz die Karre geparkt habe. Und da werde ich Mobby dann eine Ruhepause gönnen. Ja, und dann, wenn es hell ist,
geht's dann Richtung nach Hause. Dann werden wir unsere Wunden lecken. Und uns auf ein neues Abenteuer vorbereiten, ne? Oder wir werden uns erstmal gemütlich ein Häuschen bauen. Das wäre wahrscheinlich so die bessere Maßnahme, ne? Halt. Weil wir müssen uns ja irgendwie mal ein Häuschen basteln. Ich habe ja schon eine Schubkarre gefunden. So, die Karre lassen wir jetzt am Rand stehen. So. Immer, ja, ich muss das neu einstellen. Ja, tanken müssen wir auch mal. Aber das machen wir heute nicht mehr. Ich denke, wir haben heute genug Action erlebt. Guck ich bloß mal. Ach, hier gibt's ja keine Bette. Obwohl, manchmal ist ja oben eine Matratze oder sowas. Nee, das nicht. Nur, das hätte ich gerne gehabt. Hier so eine Bettrolle oder sowas, ne? Ja, danke für nichts, nicht, ne? Wenigstens ist kein Püppchen hier. Habst du den Eindruck, dass das Spiel merkt dann, wenn man verreckt ist, und dann ist es noch ein bisschen nett. Das lacht dann hämisch und sagt, du Lauch, ich halte meine Puppen mal ein bisschen zurück für eine Weile. Und dann kriegst du dein Rentieröhrchen. Und ein Elektro-Gedöns. Damit kann ich das hier reparieren. Was für ein Zufall. Das ist dann gleich ein bisschen mehr wert. Aber, und wir haben eine Matratze zum Pausieren. Na, das ist doch wunderhübsch. Genau neben Müll. Das ist schön warm. Und, oh, der Erdtropf war aber nah. Der war sehr nah. Mein Auto! Ich glaube nicht, dass das hier schaden wird. Ne, steht noch da. Uns brennt nicht. Gut. Naja, traut den Airdrops nicht. So, jetzt aber. Jetzt legen wir uns hin. Wir haben uns jetzt ein bisschen Ruhe verdient. Ja, und ich auch. In dem Sinne, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.